Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic Sith Inquisitor. Heute hier auf Ilum. Ja, wir werden heute Ilum fortsetzen und den Flashpoint machen, den letzten Flashpoint auf Ilum, und zwar der falsche Imperator. Da werden wir gegen Darth Malgus antreten hoffentlich, und ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt und ich würde sagen, los geht's, ne? Ich bin heute total motiviert. Ich weiß nicht wieso. Fühle mich irgendwie total motiviert aus Star Wars Republic. Richtig Bock drauf, so als Entspannung mal zwischendurch. Und dann noch ein bisschen sinnlos durch die Gegend reden, das ist einfach perfekt. Was Besseres gibt's gar nicht. Sinnlos reden. Auch so ein Thema. Sinnloses Reden. Aber gut, darüber reden wir mal besser nicht sinnlos, sondern fangen erstmal mit der Mission an. Bevor wir überhaupt anfangen, sinnlos zu reden. Was wir eigentlich immer machen. Ich bin erleichtert, euch wiederzusehen, mein Sith Lord. Ich habe mit dem Tarnjäger einen Testflug gemacht und einen vollen Systemtest durchgeführt. Wir können zu Malgus Station aufbrechen, sobald ihr den Befehl gebt. Es wurde auch Zeit, dass Darth Malgus auf einen überlegenen Sith trifft. Ich werde euch nicht warten lassen, mein Sith Lord. Jetzt macht euch bereit. Es wird Zeit, dass wir einen falschen Imperator niederstrecken. Okay, dann legen wir mal los. Willkommen im Herzen unseres neuen Imperiums. Ich bin Arcus Wode, Ingenieur, Architekt. Künstler dient Darth Malgus gut. Dann werden meine technologischen Schöpfungen euch dienen. Okay, der Ruf der Anomiden als technische Vorläufer ist wohl begründet und reicht tausende von Jahren zurück. Gemeinsam mit den Itorianern haben die Anomiden ausgeklügelte landwirtschaftliche Maschinen entwickelt, um ihr Volk zu ernähren. Diese Technologie teilen sie jetzt bereitwillig mit Welten, die der große Krieg verwüstet zurückgelassen hat. Sie haben auch was Wesentliches zur medizinischen und kybernetischen Forschung beigetragen. Viele Anomiden sind überzeugte Pazifisten. Ihr Zentralrat lehnt aus Prinzip jede offizielle Anfrage ab, bei der Waffenentwicklung der Republik mitzuwirken. Allerdings bieten einzelne Anomiden und Randgruppen ihre Dienste gelegentlich Söldnergruppen, Piraten oder Hutten an, um ihre eigenen Fähigkeiten auszuloten oder einfach für Credits. Von Anomiden modifizierte Waffen sind daher nicht nur eindrucksvoll, sondern auch extrem selten. Ein solches Gewehr wechselt unlängst auf dem Schwarzmarkt von Ashadar für ein kleines Vermögen dem Besitzer. Haben wir also über die schon mal was rausgefunden? Und dann würde ich sagen, lass die Spiele beginnen. Lasst uns neue Größe erreichen. Oder das. Je nachdem, wie man das interpretieren möchte. Für den Empfangskomitee, keine Angst, nicht alle Gruppen sind so groß und stark wie die. Das ist immer so, bei jedem Flashpoint am Anfang gibt es so eine große Gruppe. Das hatten wir vorhin auch mit diesem Läufer, also letzte Woche beim Ilum Flashpoint. Also es sind hier relativ wenig Gegner sogar, vergleichsweise. Zumindest, ja gut, die Station erschreckt sich halt ein bisschen länger, aber... Anwendung von Technologie. Er macht das Unmögliche zum Leben. Wir können schneller reisen als Licht. Wir können in Wochen eine ganze Flotte bauen. Und wir können das Sichtbare unsichtbar machen. Also wenn ihr meine Ingenieure bei Meisterleistungen beobachtet, die die Macht wie eine Kinderei aussehen lassen, denkt daran, dass alles möglich ist. Okay. Mache ich. Ich denke dran, dass alles möglich ist. Versprochen. Wie gesagt, auch hier wieder die Bonusmissionen machen wir mit. Dass wir das alles schön umfassend
darstellen. Schon erledigt. Weiß ja gar nicht, was wart ihr damals auch bei dem Malgus-Hype dabei? Ich hab den noch nie so richtig, also klar, da war halt auf jedem Teaser-Bild zu Star Wars Republic, da war die ganzen Flashpoints angeleitet. Aber ich finde, man hat eben irgendwie nicht so richtig den, und der war natürlich auch in den Cinematic-Trailern des Imperiums stark vertreten, also in jedem. In der Zerstörung des Jedi-Tempels, auf dem Angriff auf Alderaan und bei dem, für beide Seiten, als Korriban angegriffen wird. War er immer vertreten, also es ist schon mal eine wichtige Figur für das Spiel, aber ich habe da jetzt nie den Hype so richtig gespürt, ganz einfach, weil ich halt selber nicht so der Flashpoint-Fan war und habe dann auch wenig Kontakt bei meinem ersten Durchlauf mit ihm gehabt, dann erst später so ein bisschen. Ich glaube, man hätte ihn in die Stories besser einbinden müssen, auf irgendeinem Planeten, vielleicht sogar auf Corellia oder irgendwas, aber er ist halt nur mal für die Randgebiete zuständig, deswegen... Ja, deswegen hat er ja diese ganzen Alien-Spezies quasi rekrutieren können, weil er immer für diese Randbezirke des Imperiums zuständig war, weil das Imperium an sich ist ja ein rassistischer Haufen. Man muss sagen, ich finde die Ideen von Malgus gar nicht so schlecht, die er hat. Aber klar, wir kämpfen ja immerhin für das Imperium und das ist halt, sagen wir mal, von innen heraus ist unser Ansatz dann wahrscheinlich, das zu verändern. Wir spielen ja auch nicht immer dunkel. Ich glaube, Dunkel 3 ist so die perfekte Charakterisierung für uns. Ein bisschen, also natürlich dunkel, aber nicht so dunkel, dass ich jetzt verrückt werde dadurch. Deswegen habe ich halt, wie gesagt, auch auf hell geschalten. Es ist noch keine Zeit zum Sterben. Und dieser Rassismus im Imperium, der ist ja eigentlich ganz entspannt. Also das realweltliche Problem des Rassismus auf dieses Star Wars Universum so zu übertragen, dass das Imperium quasi, klar, wir haben ja schon immer diese Nazi Parallelen zum galaktischen Imperium gehabt. Was aber hier noch cooler oder beziehungsweise besser rauskommt, ist, dass man auch die Gegenseite so versucht verständnisvoll darzustellen, also das Imperium, ne, quasi in gewisser Weise auch nachvollziehbar zu machen, zum Beispiel halt, indem man mal Soldaten, wie bei der, glaube, Twilight Company war der Roman, wo es die eine Sturmtruppen gab, die da im Rampenlicht war und wo man halt einfach mal aus ihrer Perspektive miterlebt hat, was Rebellen eigentlich sind, weil es sind halt, aus deren Sicht sind es Terroristen und gegen die muss man vorgehen, weil das Imperium ist halt nun mal die Staatsgewalt. Ob das jetzt legitimiert ist oder nicht, ist die andere Frage, aber es ist halt leider nun mal so und damit muss man halt leben. Und das ist halt, deswegen baut ja das Imperium auch nicht mehr auf Klone oder so, sondern es sind ja Menschen. Also es ist wie eine Zwangsarmee. Wehrpflicht, also ist jetzt auch kein abnormales Konstrukt, diese Wehrpflicht. Das gab es ja bei uns auch lang genug und war genauso Sinn. Naja, ich sage jetzt mal lieber nichts mehr. Aber ja, also, ne? Und genau das ist es hier halt auch bei dem Spiel. Oder generell beim Star Wars Universum, dass das Imperium immer rassistisch war. Was natürlich eine Schwäche ist, ne, wenn man nur Menschen hat. Wir haben ja den Rassismus auch auf Hoff, glaube ich, gehabt, mit dem General und dem Commander. Oder wie das war, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, oder Admiral und noch eine, oder Lieutenant und Commander oder sowas. Auf jeden Fall einen menschlichen Höhergestellten und einen Chiss, der zwar klüger war, aber halt unter ihm stand. Und wenn wir auch dem Rassismus gefrönt hätten, wie es der befehlshabende Offizier dort getan hat, dann hätten wir nicht auf den gehört und hätten dadurch Opfer provoziert. Wir haben halt auf den Schiss gehört, was eine helle Entscheidung war, weil wir halt in dem Fall nicht rassistisch sein wollten. Auch wenn wir selbst natürlich ein Mensch sind, was natürlich nicht unbedingt hilfreich ist, unseren Standpunkt zu verteidigen. Ist aber auch so ein Thema, ne? Also ich meine, wenn jetzt zum Beispiel ein Mann sich als Feminist ausgibt, ist ja die Schreierei immer schnell groß, aber...
Diese Schiffe werden die Galaxis auf unsichtbaren Flügeln formen. Solche Großartigkeit konnte nur durch die Vereinigung der Fabrik mit dem Technikgenie der Anomiden erlangt werden. Noch ein paar Upgrades und die Droiden der Fabrik können adiganische Kristalle verarbeiten und in Rekordzeit Tarnstaffeln konstruieren. Darth Malgus hat unsere Technologien vereint, so wie er die Galaxis vereinen wird. Die Tarnflotte. Okay, ich geht alleine an. Werden die Galaxis genau. Auf unsichtbaren Flügeln formen. Solche Großartigkeit konnte nur durch die Vereinigung der Fabrik mit dem Technikgenie der Anomiden erlangt werden. Noch ein paar Upgrades und die Droiden der Fabrik können adiganische Kristalle verarbeiten und in Rekordzeit Tarnstaffeln konstruieren. Darth Malgus hat unsere Technologien vereint, so wie er die Galaxis vereinen wird. Genau, wenn sie jetzt Männer als Pazifisten ausgeben, das ist immer so, genauso wie unter den Feministen. Das ist auch unter den Frauen auch so, ne? Da gibt es ja immer diese guten Feministinnen und die es halt auch mal darauf hinweisen, dass man es vielleicht ein bisschen übertreibt. Und damit zerlegen die sich ja teilweise schon selbst auf Twitter oder so, wenn du das beobachtest. Da brauchst du ja noch nicht mal einen Mann. Das ist ja wie wenn sich ein Feind quasi selber zerlegt, indem er innere Querelen hat. So wie es halt bei den Sith zum Beispiel in dem Spiel hier ist. So ist es, wenn sich Frauen gegenseitig vorwerfen, keine guten Feministinnen zu sein, wogegenüber es noch genug Probleme gibt auf der Welt, die wirklich Probleme sind und nicht, oder beziehungsweise genug Sachen zu tun gibt, die ihre wirkliche Aufmerksamkeit erfordern, wie eben der Kampf um gerechten Lohn. Aber nee, da zerflettet man sich lieber gegenseitig um Kleinigkeiten und unterminiert dadurch quasi seine komplette Position. Und das ist eigentlich, ich würde schon fast sagen, amüsant. Und genauso machen die, ist es halt auch, wenn sich ein Mann mal als Feminismus auszeichnet. Genauso kann sich halt auch ein Mann, ein weiser Mann oder ein alter weiser Mann für Feminismus aussprechen oder halt gegen Rassismus. Deswegen ist doch sein Punkt nicht schlechter, nur weil er jetzt gerade das Pech hat, in seinen Augen dann, oder beziehungsweise in der Argumentation derjenigen, die sagen, er könne das nicht, das Pech hat angeblich, eben halt nicht schwarz und jung zu sein, sondern halt alt und weiß. Ist halt nun mal so. Ist jetzt natürlich ein bisschen simplifiziert, die Darstellung. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine, aber es heißt nicht... Imperator Malgus, grüßt euch. Ich kann gerade nichts machen. Kann das sein, dass der im Weg steht gerade, aus Versehen? Weil normalerweise ging diese Bubble immer weg, wenn der drauf schießt. Geht jetzt gerade aber nicht weg. Ah, jetzt, okay. Ups, ja, okay. Wollte ich jetzt eigentlich nicht mehr aktivieren, aber...
Gut. Jindo Kray war einer der ersten, die sich mir angeschlossen haben. Er wird zum Märtyrer und andere werden seinen Kampf fortsetzen. Okay, Malgus, wenn du das sagst. Ja, also das meine ich einfach damit. Das unterminiert einfach jede Position. Das heißt, auch wenn ich jetzt wenn ich jetzt ein alter weiser Mann bin, kann ich mich trotzdem gegen Rassismus einsetzen, ohne dass mein Einsatz deswegen schlechter wäre als der eines Dunkelhäutigen. Klar, man kann natürlich über Erfahrungswerte reden, aber das soll man ja auch in dem Fall eigentlich nicht machen, weil das genauso rassistisch ist. Wenn ich zu jemandem hingehe und sage, na, hast du Erfahrung mit dem Rassismus gemacht, dann unterstellt man ja indirekt, dass es da einen Grund dafür gäbe. Was ja für viele schon wieder Rassismus ist. Das ist heutzutage sehr kompliziert. Und ich glaube, da kann man eigentlich früher oder später nur noch in Fettnäpfchen treten, deswegen. Ihr habt vielleicht unsere neuesten Aufrüstungen bemerkt. Verbesserte Turbolaser haben die letzte Geschützgeneration abgelöst. Spezialisierte Flugskanonen können Großkampfschiffe mit einem einzigen Schuss zerstören. Aber was am wichtigsten ist, wir haben hochmoderne Tarntechnologie installiert. Diese Station ist vollkommen unsichtbar. Vom Himmel herab wird unser Imperium die Galaxis vereinen. Und Darth Malgus wird unser Imperator sein. Okay. Also das ist heutzutage wirklich ein Minenfeld, in das man reintreten kann, und ich habe da wirklich auch teilweise schon gar keine Lust mehr, irgendwelche Kommentare zu machen oder Kommentare zu geben, und das ist eigentlich falsch, weil dadurch überlässt man ja denjenigen das Feld, die sich genau mit dieser übertriebenen Pikiertheit quasi denken, sie seien im Recht. Ich bin nicht dafür, dass man heutzutage, dass man sich über diverse Toiletten aufregt, wie es Kronkornbauer in dem Sketch getan hat. Aber, also das auf keinen Fall, aber man muss es halt auch wirklich nicht übertreiben. Das ist der Punkt. Also, das ist bei vielen, nicht bei allen. Wie gesagt, das ist immer diese Generalisierung, will ich halt auch nicht machen. Aber bei vielen fühlt sich es halt wirklich, oder scheint es wirklich so, wir haben was erreicht, wir dürfen das jetzt machen. Dann treiben wir es aber so weit, dass es dann eigentlich schon wieder absurd ist, aber für 3-4 Leute dann noch komfortabler. So fühlt sich das an. Also klar, Individualität von mir aus gern, aber man muss es halt auch nicht mit Regeln übertreiben und die dann auch nicht allen anderen aufbinden. Wenn ich mich selber als irgendwas bezeichnen möchte, was mit 100.000 Bindestrichen sein muss, dann ist das in Ordnung. Aber wenn mich halt jetzt ein Wildfremder nicht so anspricht, dann muss ich ihm halt auch nicht gleich vorwerfen, dass er intolerant sei. Und das ist halt so, ja, naja. Ich darf halt meinen Lebensstil auch nicht anderen aufbürden. Und das ist halt, wird halt heutzutage sehr oft gemacht, indem man halt fordert von allen, dass sie plötzlich wissen sollen, wie jetzt jemand anzusprechen ist, der jemand noch nie kennt, aber der sich halt als irgendwas bezeichnet, was man selber auch nicht kennt, weil man halt damit nicht jeden Tag in Kontakt kommt. Imperiale Flotte ist eingetroffen. Das ist ein bisschen so, wie wenn ich in den Urlaub fahre und dort in soziale Fettnäpfchen drehe. Da kann ich natürlich vorher einen Reiseführer durchlesen. Deswegen gibt es so viele Feinheiten in jedem kulturellen Kreis, dass ich die gar nicht alle kennen kann. Aber es wird erwartet, dass ich die kann. Und das ist halt heutzutage in vielen Hinsichten ein Problem, meiner Meinung nach. Dass jemand das erwartet wird. Und dass man nicht einfach sagen kann, ich erkläre es ihm und wenn er es nicht unbedingt genauso weiß, ist es auch nicht so schlimm, weil dadurch sterbe ich nicht. Aber es wird immer gleich ein Drama um alles rum und das ist halt immer so ein bisschen. Zum Beispiel dieser eine Tweet schon wieder, dass halt eine Frau im Zug saß und die Männer ihre Beine etwas breiter gemacht haben. Und die Frauen dadurch keinen Platz mehr hatten auf der Bank. Und dann gab es halt einen Tweet und das fand ich halt lustig. Ein Energiekern, die Schaltzentrale dieser Raumstation. Und mein Reich, wenn ihr kein Mitglied des Schisma-Kollektivs seid, kehrt um. Ihr habt hier nichts zu suchen. Ja, da gab es halt einen Gegentweet, wo einer getweetet hat, dass eine Frau auf einer Bank saß, im Zug, und ihre Beine hochgelegt hat. Und ein Mann an der Tür stehen bleiben musste. Mit der Überschrift, seht ihr, wie dieser alte weise Mann einfach die Tür blockiert, sowas.
weil kein Platz mehr war, um sich hinzusetzen. Ihr habt hier nichts zu suchen. Und das ist halt auch so eine Sache. Das ist klar überspitzt, aber ich finde es auch richtig, dass man halt auch mal gegensteuert. Und genau solche Kommentare traue ich mich halt nicht mehr. An sowas hätte ich auch gedacht, vielleicht. Oder denke ich öfter, aber sowas traut man sich nicht mehr. Und das ist falsch. Weil dann wird es übertrieben kleinteilig, das soziale Leben. Und keiner kommt mehr mit keinem aus, weil sich jeder plötzlich blöd angemacht fühlt, wenn man mal irgendwas sagt. Schon erledigt. Das heißt, folgendes. Ich habe das schon mal gesagt. Macht's am liebsten wie bei der Fahrschule. So rum. Gegenseitige Rücksicht und Vorsicht. So ist es. Also respektiert andere Leute und ihre Sachen. Und die anderen respektiert aber auch, dass nicht jeder sich mit eurem Lebensstil oder eurer präferierten Ansprache auseinandersetzt. Und dass, wenn er das nicht kann oder nicht tut, das nicht unbedingt direkt böse gemeint ist, sondern einfach nur auch aus Unwissen oder auch vielleicht sogar aus fehlendem Kontakt resultiert. Und es gibt immer noch einen Unterschied zwischen bewusst beleidigend und vielleicht unbewusst oder beziehungsweise halt. Also wenn ich jetzt zu jemandem sage, du scheiß Ausländer, dann ist es bewusst beleidigend. Wenn ich halt aber jetzt sage, wenn ich jetzt zu jemandem hingehe und sage, hattest du schon mal Kontakt zu Rassismus, dann muss man dann nicht unbedingt direkt unterschwellig jemanden unterstellen, dass derjenige impliziert, dieses Wort impliziert ist ja auch so ein magisches Wort, ne? Man impliziert ja heutzutage mit jedem Wort, was man sagt, quasi 100.000 Sachen, die jemand anderes reininterpretieren kann. Das ist ja schlimmer wie eine deutsche Interpretation in der 12. Klasse. Dass jemand impliziert, dass er mit Rassismus ja in Kontakt kommen muss, aufgrund seiner Hautfarbe, sondern ganz einfach aus der Erfahrung, dass eben solche Leute leider oft unter Rassismus leiden und deswegen auch an die Fragen gestellt werden. Aber ich habe ihre Talente gefördert und angenommen. So entsteht Stärke aus Toleranz. Und so entsteht Stärke aus Toleranz, finde ich eben auch ein schöner Spruch. Wie gesagt, Malgus hat einige gute Punkte, aber wir können halt jetzt nichts anderes machen, als ihn zu besiegen. Es ist halt nur mal eine Story-Vorschrift. Aber ich glaube, das bringt den Charakter hier auch gerade in so eine spannende Situation, ne? Der geht hier eigentlich, hat ja eigentlich super Ansichten und wenn man hell spielt, ist es ja noch zermürbender, aber man muss halt versuchen, das Imperium vor der Spaltung zu bewahren. Das ist also so ein, ja, es Pest oder Cholera. Ich habe schon Dutzende erledigt, aber sie sind immer noch überall. Finde ich also ganz toll, die Idee, dass man den Charakter quasi in so eine Situation reinbringt, die, gerade wenn man nicht stupide dunkel ist und rassistisch ist, ganz schön eigentlich zermürbend ist, weil man natürlich genau das Gegenteil von dem macht, was man vertritt, um einfach das Imperium zu sichern, dass es halt nicht auseinanderfällt. Juhu, Event. Schon geschafft, guckt. Schon haben wir die Eroberung abgeschlossen. Die Steuerungskonsolen sind wieder woanders, naja. Ihr werdet das genießen, mein Sith Lord. Solche Kraft! Mit nur einer Bewegung werden unsere Fluxkanonen abgefeuert und das imperiale Großkampfschiff wird zerstört. Das Schisma-Kollektiv hat diese Kampfstation zum größten technologischen Wunder der Galaxis gemacht. Nicht einmal eure gesamte Flotte könnte uns besiegen. Was ist das Schisma-Kollektiv? Wir sind eine exklusive Gruppe von Anomiden, bestehend aus den besten Technikgenies der Galaxis. Einwurf. Ruhe, Fleischsäcke. Keine Bewegung, Sith. Ihre Macht kann meine Zielinformationen nicht beeinflussen. Der erste Schuss wird sie bewegungsunfähig machen. Der zweite wird ihre Eingeweide auf dem Boden verteilen. Ich hätte wissen müssen, dass Malgus dich rekonstruieren würde, nachdem ich dich in der Fabrik zerstört hatte. Unangenehme Erinnerung. Ein Fehler in meinem Tötungsprotokoll hat zu ihrem Sieg geführt. Meine Upgrades werden verhindern,
dass dieser Fehler sich wiederholt. Waffen bereit. Tötungsprotokoll aktiviert. Darauf habe ich mich gefreut. Lest jeder Soldat HK-47 aus Koto und Co. kennen. Und ich glaube, sowas haben wir das nicht schon gelesen in der Fabrik damals? Machen Sie sich für Ihr Ende bereit. Notiz, machen Sie sich für Ihr Ende bereit. Attentäter-Druide unter Revan in Kotor, ja, redet nur in, also setzt immer davor, was er sagt, weil er alles gleich sagt, quasi, also die Gefühlsregung, mit der er es eigentlich ausspricht. Oh, mitten im Satz abgewürgt, schade. Scheint nicht weitreichend genug. Gut, dann wollen wir mal zu Mr. Wode. So. Dann wollen wir mal. Da ist er ja. Waffen! Verstärkung! Hilfe! Oh. Bitte, diese Dinge, die ich gesagt habe und HK, das war alles ein Missverständnis. Bitte lasst mich am Leben. Sabotiert eure Tarnflotte und das Imperium wird eure Verbrechen ignorieren. Aber das wird Stunden dauern. Gut, ich werde die Generatoren der Fabrik überladen. Das wird katastrophale Auswirkungen auf die Hangars haben. Ich werde auch unsere Fluxkanonen so programmieren, dass sie auf die Tarnflotte zielen. Alles, um unsere Rettungskapseln zu schützen. Und natürlich die imperiale Flotte. Okay. Sichere den Thronsaal. Oh, so weit sind wir schon. Na dann, wollen wir mal. Wunderbar. Die Station feuert auf ihre eigene Tarnflotte. Ich schätze mal, dass ihr dafür verantwortlich seid. Lasst uns neue Größe erreichen. So, jetzt ist trotzdem die Frage, wo sind die Steuerungskonsolen? Sind die hier irgendwo? Nee, noch nicht. Die kommen wahrscheinlich noch. Ach, das war wieder das, wo man im Kampf bleibt. Dass sie den Bug immer noch nicht bereinigt haben. Fasziniert mich immer wieder.
Den hatte ich jetzt, glaube ich, schon vor 3 oder 4 Jahren. Man bleibt hier immer zu im Kampf. Und die Leute teleportieren sich hin und her. Das war schon damals ein Bug. Bräuchte man halt dauerhaft die Fähigkeit des des Agenten. Der sich ja da einfach raus dingsen kann, aus dem Kampf raushüpfen kann. Jetzt ist weg. Er kommt immer zu noch die Eroberungspunkte da hinterher geflutscht, deswegen sag ich. Das ist ein ewig alter Bug schon, den habe ich schon so oft gehabt. Naja. Ist nicht ein Bug, ist ein Feature. Sind ja gar keine Gegner. Schon erledigt. Was ist denn der Stabmeister? Guckt mal einer an. Er kann aber auch schön mit seinem Stab umgehen. So. Musik ist halt auch immer cool, ne? Ja, in der letzten Folge habe ich ja erwähnt, dass es ja auch noch eine republikanische Story gibt. Das war ja so ein kleiner Teaser. Und da gibt es ja auch den Planeten Ord Mantell, ne? Als einen der beiden Startplaneten. Wenn man mal jetzt nicht unbedingt einen Lichtschwertschwinger spielen will. Könnte man den ja mal angucken, ne? Zeit zum Sterben.
Gut, eine Konsole brauchen wir noch. Wieder der schöne Bug. So. Dann noch die letzte Konsole. Oh Gott, jetzt ist schon wieder immer zum Kampf. Das gibt's gar nicht sowas. Das ist nervig. So, und jetzt müssen wir gegen die Wesenheit kämpfen, die hier rumrummert. Ist auch immer so ein bisschen kompliziert, weil die sich immer multipliziert in verschiedene Teile, aber wir haben auch den Heldenmoment und... Kämpfen die beiden nicht? Bubble auf uns drauf. So. Puh. Komm, aber diesmal schnell.
Okay, Bonusboss haben wir auch geschafft. Was ist denn das hier noch? Achso. Die Rückkehr und das Waffendisplay. 20 Erfahrungsschübe. Braucht kein Mensch mehr. Vor allem, die sind alle gebunden, ne? Oder? Ja. Ich weiß halt nicht, ob die Kommandoerfahrung auch... Lasst uns neue Größe erreichen. Naja. Ist ja nicht so schlimm. Das sind halt noch Relikte aus alter Zeit. Braucht halt keiner mehr heutzutage, weil man eh zu schnell levelt. Oh, das heißt so schnell nicht, aber schneller auf jeden Fall als früher. Weil so mein ersten Char, da musste ich so viele Nebenmissionen machen, bin so oft gestorben, auch bei normalen Bossen in der Story schon. Weil halt alles noch wesentlich anspruchsvoller war, nicht so geeignet. Du musstest noch mit der Rüstung leben, die du bekommen hast und konntest nicht immer neue... Du musstest für Haufen Geld immer neue Mods kaufen und. Also es war echt... Planet, da gab es noch für jeden Planet, oder gab es noch extra Planeten. Auszeichnungen mehr, ne? Für diese ganze Planetenmission hast du dann immer Planetenauszeichnungen bekommen. Sind dann irgendwann in eine Gesamtwährung oder dann irgendwann komplett weggefallen. Also Währungen hat das Spiel schon sehr viele gesehen. Guck mal, ist doch noch ein einsamer Sith Lord. Da kann sie doch mit dem anderen zusammentun. Dann sind sie zweisame Sith Lords. Gut, bevor wir aber zu viele Wortwitze machen, gehen wir gleich zum Thronsaal des Imperators. Wir treffen uns erneut, Darth Nox. Willkommen in meinem Thronsaal. So viel Geschichte. So viele glorreiche Tage, die verstrichen sind. Der Imperator ist tot. Lang lebe der neue Imperator. Ich respektiere eure Beharrlichkeit, Malgus, aber nicht euren Herrschaftsanspruch. Ihr seid nicht so töricht, wie ihr ausseht. Das Imperium vergeht. Bald wird es von Dekadenz und antiquierten Idealen dahingerafft werden. Und dennoch kämpft ihr gegen seine Heilung an. Erkennt ihr es denn nicht? Unser Überleben fordert ein neues Imperium, gestärkt durch Allianzen mit Fremdlingen und Toleranz. Ich habe die Schwäche des Imperiums erfahren. Wir müssen uns verändern, um zu überleben. Aber ihr habt dazu den falschen Weg gewählt. Ihr wisst, der Rat der Sith würde nie freiwillig auf seinen Einfluss verzichten. Meine Tarnflotte wird eure Flotte zerstören, so wie ich euch zerstören werde. Warnung. Kritische Explosion auf der Fabrikebene entdeckt. Generatoren manuell von Benutzer Arkis Vode überladen. Genug. Notfallwarnung. Energiekernüberbrückung aktiviert. Selbstzerstörung initiiert. Ihr müsst ja ziemlich verzweifelt sein, dass ihr die gesamte Station opfert. Dieser Palast ist ein Denkmal für die Fehler des alten Imperiums. Sein Opfer war unvermeidlich. Die Explosion wird eure Flotte auslöschen und nur ich kann den Zerstörungskreis deaktivieren.
sterbt oder besiegt mich. Das Imperium wird in jedem Fall neu geboren. Für das neue Imperium. Wie ich höre, nennt der Großmoff mich Malgus, den Verräter. Sagt mir, hat mein Verrat wehgetan? Oh, ging. Hab ein bisschen in der Seite gestochen, aber... Das war's dann. Ich habe seit der Plünderung von Coruscant nicht mehr so viel Spaß gehabt. Genug der Spielchen. Fühlt den Zorn eines Imperators. Beeindruckend, aber das wird nicht reichen. Deswegen stehe ich immer hier, damit er mich nicht runterschubsen kann. Euch auf Illum töten sollen, als ich die Gelegenheit dazu hatte. Ja, hätte das nur gemacht. Ist dem Untergang geweiht und mit ihr das alte Imperium. Thronbrecher. Der falsche Imperator ist entthront. Ich lasse nicht zu, dass ihr Malgus in den Tod folgt. Sekundärsystem ausgefallen. Kernenergieniveau kritisch. Warnung. Berechneter Explosionsradius beträgt 1,92 Kilometer. Minimale Sicherheitsdistanz 2,4 Kilometer. Reaktorüberladung. Primärsysteme ausgefallen. Kernschmelze steht bevor. Ja, muss man darüber verlassen. Ich dachte, da gab es mal einen Ausgang, aber gibt es jetzt anscheinend nicht mehr. Na gut. Haben wir das auch geschafft? Bin ich so relativ zufrieden, ehrlich gesagt. Dann wollen wir mal zu Großmoff Regos zurückkehren. Nach erfolgreicher... Was? Wieso sind die beiden weg? Egal. Mein Sith Lord, es ist uns eine Ehre. Wie passend, dass ein Mitglied des Rats der Sith den Verräter vernichtet hat. Malgus, der Verräter, ist tot. Ihr habt den falschen Imperator vernichtet. Nicht einmal Darth Malgus konnte unsere Macht antasten. Hört, hört! General Hesker, eure Dienste für das Imperium sind wie immer tadellos. Was gibt es Neues vom Schlachtfeld? Unsere Flotte hat Verluste erlitten, aber die Überlebenden konnten entkommen, als die Station explodierte. Der Bergungsdienst durchsucht bereits das Wrack. Hervorragend. Im Gegensatz zu Malgus Behauptungen ist das Imperium stärker als je zuvor. In der Zwischenzeit verlässt die Herde des Verräters die brennenden Ruinen seiner ketzerischen Revolution. Die Stärke des Imperiums schwindet. Unser Überleben könnte davon abhängen, dass wir ein paar Ideale des Verräters übernehmen. Der Rat der Sith kennt die Überzeugungen des Verräters. Wir werden das anderswo diskutieren.
Wir befinden uns in einer schwierigen Lage. Der Geheimdienst wurde aufgelöst, ein Großteil des Rats der Sith niedergestreckt und die Kinder des Imperators besiegt. Aber wir stehen an der Schwelle eines neuen Zeitalters. Unsere Stärke erholt sich bereits nach dem Sturz von Darth Malgus. Die Macht des Imperiums lebt auf, mein Sith-Lord. Für die Sith und all unsere Bürger werden wir die Galaxis erneut beherrschen. Genau, und dann steht hier schon Aufstieg des Hutten-Kartells. Also eigentlich geht es jetzt automatisch quasi, führt uns das Spiel schon automatisch zu den wichtigsten Sachen. So einfach ist das. Aber wir gucken trotzdem mal, was es da noch so gibt. Genau. Ich bedanke mich auf jeden Fall erst fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht's weiter. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Und ja, bis dahin, haut rein, macht's gut und schönes Wochenende. Ciao.